So, es ist geschafft. Wir sind im Nationalrat. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Zum ersten Mal von null, binnen weniger Wochen, ohne Geld, mit einem einzigen Plakat, ohne Inserate und ohne ORF in den Nationalrat. Das ist ein kleines Wunder. Aber jetzt geht die Arbeit los. Am 9. November konstituiert sich der Nationalrat. Und dann kommt die schwarz-blaue Regierung, das ist klar. Dann geht's los gegen die neue Ungerechtigkeit und gegen die Korruption, die mit der Freiheitlichen Partei in der Regierung eine ausgemachte Sache ist. Das heißt Kontrolle, aber das heißt vor allem eines. Eine Gerechtigkeitsinitiative nach den anderen. Wir beginnen, wie wir aufgehört haben, mit dem großen Versuch, die alleinerziehenden Frauen und ihre 70.000 Kinder aus der Armutsfalle zu retten. Und dann die nächste Initiative. Steuerpflicht für Internetkonzerne. Sie sollen hunderte Millionen hier zahlen. Und dann um die Mieten. Und. Das ist unsere Politik. Wir werden um jedes dieser Projekte, um jede dieser Reformen einen eigenen Wahlkampf mit allen unseren Mitteln führen. Und wir werden zeigen, dass es in diesem Land eine große Auseinandersetzung gibt zwischen Schwarz-Blau und uns auf der anderen Seite. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir die Opposition, die Kontrolle, der Pol für eine neue Gerechtigkeit. Aber wir bauen auf eine neue Mehrheit für unsere Republik. Die Wahl haben wir gewonnen. Die nächste Wahl wird die ganz entscheidende Wahl. Ja, jetzt geht's los. Ja, es geht.